Martin-Luther-Platz und freue mich, dass doch einige, die vom Hubschrauberlärm betroffene Bürger hier den Weg hierher gefunden haben. Trotz widriger Witterung, es hat jetzt der Regen ein bisschen nachgelassen. Die Menschen kommen. Hoffen wir mal, dass es noch so bleibt. Besonders begrüßen darf ich die drei Kandidaten für den Bundestag, die sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Das ist zum einen der Herr Lutz Egerer, dann der Herr Harald Weinberg, der bisher schon für die Linke als MdB tätig ist, und den Herrn Dr. Seroir von den Grünen. Beim Herrn Egerer habe ich noch vergessen, er drückt für die SPD an. Habe ich noch vergessen zu sagen. Ja, vielen Dank für die Bereitschaft, die ca. 1800 Unterschriften entgegenzunehmen, die wir gesammelt haben, die ja auch die Unzufriedenheit der Bürger mit den hiesigen Lärm- und Lebensverhältnissen ausdrücken. Den Herrn Auenheimer von der CSU, der lässt sich leider aus terminlichen Gründen verabschieden, der will die Unterschriften dann zu einem späteren Zeitpunkt entgegennehmen. Ja, zur Vorgeschichte von der ganzen Aktion. Im Herbst 2016 ist also bekannt geworden, dass die Zahl der US-Truppen verdreifacht werden soll und nun bis zu 120 Helikopter im Raum Ansbach stationiert werden. Daraus entstand unsere Initiative Ausrüstung stoppen. Aus einer Idee von drei Bürgern, die vom Fluglärm der US Airbase besonders betroffen sind. Das war also circa im November 16 und wir haben uns gedacht, starten da nochmal eine Aktion. Das war zum einen der Herr André Fitztum, der ist heute leider verhindert, ist im wohlverdienten Urlaub. Der Herr Thomas Frank, der steht hier neben mir und mein Name ist Jürgen Strauß. Und wir sind alles Bürger, wir wohnen im Osten von Ansbach und sind also von der Lärmproblematik besonders betroffen. Mit dem müssen wir mal Mikrofontraining machen. Wir dürfen uns eben fast täglich, auch in dieser Woche wieder, jeden Abend und nachts, teils im 3-Minuten-Takt über die vorbeifliegenden Hubschrauber unsere Wohngebäude genießen. Und das stellenweise bis weit nach Mitternacht und mit Weißlichtscheinwerfern und Festbeleuchtung. Das stellt wirklich eine unzumutbare Belastung dar, wenn Sie sich vorstellen, dass jemand mit einem Presslufthammer nachts vor Ihrem Haus den Beton aufbricht. So laut kommen vergleichbar die Hubschrauber daher. Dazu kommt noch die Abgasbelastung, die sich über unseren Köpfen ausbreitet, wenn ein Helikopter in einer Flugstunde so viel Treibstoff verbraucht wie ein normaler LKW auf 40.000 Kilometer. Da müssten wir schon sehr viel AdBlue verwenden, um das zu neutralisieren. Geschweige mit Software-Updates ist da, glaube ich, auch nichts zu machen. Also der Dreck kommt ungefiltert von oben auf Stadt- und Landkreis Ansbach. Da sich bisher auf kommunaler Ebene nicht viel änderte, war es eben unser Anliegen, nun über die Bundespolitik berechtigten Unmut zu tun. Wir haben daher dann vom ausgehenden Winter aus in ca. 5 Aktionen, also so ein Unterschriftenstand an der Riviera gehabt, haben wir eben genau 1822 Unterschriften gesammelt von lärmgeplagten Bürgern, die sich damit ihren Ärger Luft machen wollen. Den hier anwesenden Bundestagskandidaten wollen wir nun jeweils einen Ordner mit den Kopien der Unterschriften übergeben. Die Originalunterschriften werden wir dann an den oder die Bundesverteidigungsminister, Ministerin, wer auch immer nach der Wahl dann das Amt ausübt, zu einem späteren Zeitpunkt überreichen. Ja, und somit möchte ich mal das Wort meinem Kollegen übergeben, der weitere Fragen an die Bundestagsabgeordneten stellt. Ja, von mir auch erstmal herzlich willkommen alle, insbesondere die Kandidaten für den Bundestag. Wir haben uns gedacht, wir machen das so, dass wir jeden Kandidaten mit 2 Fragen konfrontieren im Durchgang und jeder hat dann maximal 3 Minuten Zeit, darauf zu antworten. Und ich bitte darum, gezielt auch die Fragen zu beantworten. Als erstes möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es einen Stadtratsbeschluss
in Ansbach gab 2009 für ein Überflug- und Nachtflugverbot. Dieser Antrag wurde von der Linken dann 2011 in den Bundestag eingebracht und leider abgelehnt von CDU, CSU, SPD und der FDP damals. Die Grünen haben sich enthalten. Und dazu hätte ich jetzt die erste Frage. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt existiert ein Nachtflugverbot. Würden Sie im Bundestag für die Resolution des Stadtrats stimmen, damit wir endlich wenigstens dieselben Richtlinien haben wie am größten deutschen Airport? Also von meiner Seite kann ich sagen, wenn ich im Deutschen Bundestag sitze, werden Sie sich auf jeden Fall darauf verlassen können, dass es ein Nachtflugverbot gibt. Ich bin ja neben meiner Tätigkeit jetzt als Bundestagskandidat auch der Bürgermeister von Petersaurach, der also von der Seite sehr wohl auch mit dieser Problematik zu tun hat. Das heißt, was woanders funktioniert, muss hier genauso funktionieren können. Dankeschön. Harald Weinberg von den Linken, Ihre Partei hat ja als einzige nicht nur den Antrag eingereicht, sondern natürlich auch zugestimmt. Wenn Sie wieder in den Bundestag kommen, was werden Sie an dieser Sache dranbleiben und wie überzeugen Sie SPD und Grüne? Ja, ich werde auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Das ist uns ein Herzensanliegen, dieses Thema auch. Und ich habe ja gerade gehört und mit Interesse vernommen, also ich habe dann sozusagen auch gleich einen Mitkämpfer in der SPD-Fraktion. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, dass wir dann auch gemeinsam die Mehrheiten zusammenbekommen in diesem Bundestag. Das ist erstmal auch eine Arbeit, ne? Weil es werden wahrscheinlich über 650 Abgeordnete sein. Das heißt, wir müssen da erstmal eine Mehrheit zusammenbekommen. Wenn ich mir die Aussagen von dem Kanzlerkandidaten der SPD so anhöre in der letzten Zeit, wo es ja beispielsweise um die Frage Atomwaffenabzug in Deutschland ging, die er jetzt ja vehement auch gefordert hat, dann stelle ich zumindest fest, dass da offensichtlich auch eine gewisse Bewegung und ein gewisses Nachdenken und ein gewisses nach vorne gehen zu verzeichnen ist. Und daran will ich gerne anknüpfen und hoffen, dass man das sozusagen, dass man ihn da auch wieder beim Wort nehmen kann im nächsten Bundestag. Und das nur der erste Schritt ist. Der nächste Schritt muss logischerweise sein, halt eben ein Nachtflugverbot hier in solchen betroffenen Regionen. Und der übernächste Schritt müsste eigentlich sein, dass wir auch hinkommen zu einem Abzug der US-Armee hier von den Standorten. Vielen Dank. Herr Dr. Söger, können Sie sich erklären, weshalb die Grünen seinerzeit in dieser Frage sich enthalten haben und nicht klar positioniert haben? Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass sich das in der nächsten Legislaturperiode ändert und was würden Sie dafür unternehmen? Also warum Sie sich enthalten haben, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, da hätte ich dabei sein müssen. Warum Sie das gemacht haben, kann ich mir nicht vorstellen. Im Endeffekt ist es ganz klar, dass ein solches Verbot nicht nur für Ansbach, sondern grundsätzlich kommen muss. Also man kann im Endeffekt natürlich diejenigen, die durch militärischen Lärm behelligt werden, nicht schlechter stellen als diejenigen, die durch zivilen Luftlärm behelligt werden. Deswegen muss es hier eine Initiative geben, die sich grundsätzlich darauf ausrichtet. Ich glaube, das dürfte auch für Ansbach der erste Schritt sein, dass man nämlich diese Gleichstellung als ersten Schritt fordert, das auch im Bundestag natürlich entsprechend einbringt, dort die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und dann von dort aus weiterarbeitet. Dazu sind natürlich einige Dinge auch auf der lokalen Ebene nötig. Die Protestbewegung ist sinnvoll. Man sollte sie vielleicht, ich komme ja aus einer Bürgerinitiative, wir kämpfen ja seit Jahren in meinem Raum Feuchtwangenwalds gegen eines der größten Flächennutzungs- und Vernichtungsprojekte in Bayern. Man sollte sich hier auch mit so Fragen wie Rechtshilfefonds beschäftigen, denn wir haben hier gelernt, dass im Endeffekt Initiativen, so wertvoll sie sind, normalerweise die Politik nicht aufweichen, sondern dass der rechtliche Weg über die Verwaltungsgerichte leider der einzig sinnvolle ist. Der ist teuer, der ist hart, der ist extrem aufwendig, aber er hat zumindest bei uns dazu geführt, dass wir Interfranken seit 15 Jahren verhindern. Vielleicht könnte man so eine Initiative auch grundsätzlich für Ansbach mal anstreben. Friedenspolitik grundsätzlich, deswegen auch mag ich so diese parteilichen Gegensätze hier nicht, sollte nicht parteilich geführt werden. Friedenspolitik ist etwas, was überparteilich gearbeitet werden muss. Die Friedensbewegung hat hier eine alte Tradition, die sollten wir vielleicht auch wieder auflegen. Herr Weinberg hat es auch gesagt, wir sind in extrem schwierigen Zeiten und mir macht aus vielen Dingen eben auch gerade die Frage der Atomwaffen große Sorgen. Das ist jetzt ein Thema, Sie haben gesagt, ich soll spezifisch bleiben. Aber nur als Stichpunkt, die Amerikaner überlegen im Moment ernsthaft darüber, ob sie wieder Mittelstreckenwaffen produzieren und diese nach Europa bringen. Das wäre eine Aufgabe von Dingen, die wir längst erreicht haben. Vielen Dank.
Und die zweite Frage, die ich Ihnen stellen möchte, begründet auch die Initiative, die wir hier als Privatpersonen gegründet haben. Das sind drei unabhängige private Personen, die als letztes Jahr, als die Information kam, dass die US-Armee wieder aufrüstet, wo man aus allen Wolken gefallen ist. Denn es hat sich ja 2014, 2015 hatte man irgendwie die Hoffnung, dass sich das ganze Thema vielleicht selbst erledigt. Und dann kam Anfang letzten Jahres, kamen die ersten Meldungen über die Aufrüstung. Und ja, als dann klar war, dass es so dramatisch wird, haben wir uns gedacht, irgendwas müssen wir dagegen stellen. Nicht nur jetzt die Bürgerinitiative, die ja hier sehr aktiv ist, oder die ein oder andere politische Gruppierung. Es war einfach eine private Herzensangelegenheit. Und dazu möchte ich Sie jetzt fragen, Herr Egerer. Von manchen Politikern wird uns immer wieder gesagt, man müsse alles hinnehmen, was die US-Armee macht. Denn der Abzug hätte wirtschaftlich negative Folgen. Ist die US-Präsenz in unserer Region wirklich alternativlos? Also da kann ich jetzt auch wieder zu dem Thema mittendrin statt nur dabei reden, denn Fragen wie zum Beispiel Bau des Urlaubsgeländes, ja, ist die Frage gewesen bei vielen auch meiner Bürgerinnen und Bürger in Petersaurach, die also Häuser haben, so die Panik, um Gottes Willen, da bricht jetzt der Immobilienmarkt zusammen, was in keinster Weise war, aus anderen Gründen, auch aus dem wichtigen Grund, dass man bezahlbaren Wohnraum in einem ländlichen Raum auch findet, ja, sind die Wohnungen und Häuser längst schon wieder alle vermietet. Und die sonstige Wirtschaftskraft, die schätze ich jetzt auch nicht so hoch ein, dass tatsächlich ein wirtschaftlicher Schaden in dem Bereich passieren sollte. Ich weiß es zum Beispiel auch aus Gesprächen mit Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen, die dieses Thema auch mal im Landratsamt problematisiert haben, wo man sagen kann, also das ist im wahrsten Sinne des Wortes kein ernstzunehmendes Argument für unsere Region. Vielen Dank. Herr Weinberg, Sie stehen für den Abzug der US-Armee. Welche Konzepte hat die Linke für die zivile Umnutzung und wie würde Ansbach davon profitieren? Ja, Erfahrungen aus anderen Städten zeigen ja, dass halt, wenn es gelingt, dass auch gerade die US-Armee abzieht, das nicht zu einem Niedergang führt und zu einer wirtschaftlichen Delle, sondern im Gegenteil halt eben diese Flächen auch vernünftig genutzt werden können. Wir haben das in Bamberg erlebt, wir haben das in Würzburg erlebt, überall. Und ich denke, das würde auch in Ansbach geschehen, wenn es sozusagen so weit wäre. Wir hätten die Möglichkeit, dort Gewerbeflächen auszuweisen, wir hätten die Möglichkeit, dort halt auch Wohnbebauung wieder hinzubekommen. Natürlich unter der Voraussetzung, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass relativ frühzeitig, wenn es sozusagen so weit ist dann, auch die entsprechende Bundesanstalt wieder hingehen kann und kann beispielsweise Untersuchungen machen, um zu wissen, wie stark ist beispielsweise das Gelände kontaminiert. Es muss ja unter Umständen erstmal entgiftet werden. Und was muss man alles an Maßnahmen machen, um es sozusagen einer vernünftigen zivilen Nutzung wieder zuzuführen? Aber da sind wir immer an einem Punkt, wo es ein bisschen problematisch ist. Wir haben es jetzt ja bei den Barracks auch erlebt halt, dass wir sagen, jetzt müsste jetzt eigentlich sozusagen schon untersucht werden und uns leider halt eben das Finanzministerium sagt, wir kommen da nicht drauf auf das Gelände und wir wollen da im Prinzip auch nicht die Amerikaner zwingen, dass wir drauf kommen. Was meines Erachtens nicht geht, weil im Prinzip ist es ja nach wie vor deutscher Grund und insofern müsste man auch durchaus jetzt bereits Untersuchungen machen können in der Frage Kontaminierung. Vielen Dank. Herr Dr. Silber, Sie beschäftigen sich hier auch beruflich mit Außenpolitik, soweit ich weiß. Hand aufs Herz, am heutigen Weltfriedenstag, ist die Stationierung des US-Militärs in Deutschland noch zeitgemäß und zielführend, unabhängig jetzt von den ganzen weltpolitischen Problemen und Problemfällen, vor allem auch die Aggressivität, die von anderen Staaten kommt? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist die grundsätzliche Frage, wie Sie zum Konzept NATO, kollektiver Verteidigung und anderen Dingen stehen. Aus meiner Sicht ist es an sich nicht notwendig. Und wenn Sie meine Projekte kennen, die ich ja auch im Programm aufgezeigt habe, wäre ich ein großer Freund einer viel stärkeren europäischen Vernetzung. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die glauben, dass es ohne Verteidigungspolitik geht, gebe ich auch zu. Dafür haben wir einfach viel zu gravierende Probleme weltweit. Und vor allem, wir haben natürlich auch Bedingungen, die es notwendig machen, gegebenenfalls Menschenrechte Anhänge durchzusetzen. Ob das in der Vergangenheit immer gut geklappt hat, wahrscheinlich nicht. Das hängt aber auch vielleicht daran, dass Europa viel zu wenig seine Verantwortung übernommen hat. Also meine Idee wäre wirklich eine viel stärkere Vernetzung europäischer Sicherheitspolitik, die uns viel, viel, viel unabhängiger machen würde, zur einen Seite von den Amerikanern, aber unter anderem auch zum Beispiel vom Einfluss und Druck Russlands.
Nur noch eine kleine Ergänzung, sollte man ja eigentlich nicht machen, aber zu der Frage, die Sie gebracht haben vorhin. Wir haben ja schon in Ansbach erhebliche Punkte gesehen, was jetzt die Umnutzung betrifft. Headquarters 1st Armored Division ist heute die Fachhochschule und ich glaube nicht, dass dadurch für Ansbach ein Nachteil entstanden ist, sondern eher im Gegenteil. Das ist ein erheblicher Anwachs an Kaufkraft gewesen und hat Ansbach in erheblichem Maße gut getan. Wir hatten mal 5 Kasernen, ich könnte auch ohne eine leben in Ansbach. Danke. So, das war der Fragendurchgang, vielen Dank dafür. Wir haben für Sie auch vorbereitet eine symbolische Übergabe der Unterschriften. Also jeder wird einen Ordner mit 1.811 Unterschriften bekommen. Den 10 haben wir erst heute gefunden. Den stellen Sie sich irgendwo hin, wo Sie ihn täglich sehen, vor allem wenn Sie dann im Bundestag sind, damit Sie immer daran erinnert werden, hier in Ansbach sind Bürger, die brauchen Ihre Unterstützung. Denn Bürgerwohl vor Militärinteressen. Vielleicht ihr zusammen hier. Ja. Vielleicht hier. Schalter. Vielleicht übergebt ihr euch nochmal kurz. Ja. So, dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Die Übergabe ist somit abgeschlossen. Falls von Seiten der Presse oder irgendwelchen Bürgern noch Fragen da sind, ich bin mir sicher, die werden Sie gerne beantworten. Auch wir stehen natürlich noch zur Verfügung. Vielen Dank. Bei dem Wetter.